So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EQB-Blog und in diesem Video geht es darum, wie wir unter Linux alle Partitionen einer Festplatte oder SSD mit einem Befehl ganz schnell löschen können, sozusagen klar Schiff machen. Ich habe das Ganze gebraucht, weil ich hatte hier ein bisschen mit RAID rumgespielt in Windows, einfach das Windows-System gespiegelt und dann festgestellt, als ich die SSDs dann wieder verwenden wollte, dass die offline waren und in der Windows-Datenträgerverwaltung ging die auch nicht mehr online zu schalten, ist es immer abgestürzt. Also bin ich auf die Idee gekommen, dass ich zu meinem Linux-Rechner wechsle, da das Ganze über USB anstöpsel und da einfach alles lösche. Ja, das machen wir jetzt mal. Okay, ich bin jetzt hier mal unter Linux, habe schon mal ein Terminal geöffnet und jetzt zeigen wir uns einfach mal die angeschlossenen Festplatten bzw. SSDs an mit LSBLK. Hier sehen wir SDA, das ist meine Systemplatte. Die wollen wir natürlich nicht platt machen. Das heißt, wir prüfen hier ganz genau, welche Festplatte wir ja platt machen wollen. In dem Fall ist jetzt hier diese SDB-Platte und wir kopieren uns den Befehl. Im Nachgang erkläre ich den gleich nochmal, was der denn da konkret macht. Den füge ich jetzt hier ein. Und achte jetzt aber hier noch drauf, dass hier die richtige Festplatte ausgewählt ist, weil nichts wäre jetzt schlimmer, wenn ihr da die falsche Festplatte platt macht. Also in dem Fall jetzt hier SDB mit Enter bestätigen und dann kommt noch eine kleine Ausgabe und das war's dann auch schon. Ich aktualisiere jetzt hier mal und zeigen wir wieder die Festplatten an. Wie man jetzt hier sieht, ist alles noch beim Alten. Der Hintergrund ist, dass das Ganze erst aktualisiert wird, wenn ich das Ding mal abstöpsel und wieder anstöpsel. Erst dann hat er bei mir jetzt diese Liste da aktualisiert. Ich habe es jetzt mal abgestöpselt. Jetzt stöpsel ich das wieder an. Nochmal LSBSK und SDB sehen wir jetzt hier, dass die Festplatte komplett platt ist. Okay, wir haben jetzt mal die Festplatte platt gemacht und jetzt wollen wir noch mal kurz schauen, was wir überhaupt gemacht haben hier. Also der DD-Befehl, den haben wir jetzt hier verwendet, um sozusagen einen Teil der Festplatte mit Zufallszahlen zu überschreiben. Der DD-Befehl, der ist im Prinzip eine Art Kopierbefehl unter Linux, da kann man zum Beispiel eine komplette Festplatte kopieren oder spiegeln oder ein Image oder was auch immer oder Teile von Dateien. Man kann allerdings auch, ja, hier steht es schon, Disk Destroyer, damit sehr destruktive Sachen machen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Also wir haben den DD-Befehl hier verwendet und ja im Prinzip von Dev0. Das ist einfach ein virtuelles Device in Linux, wo Nullen ausgegeben werden. Und diese haben wir jetzt hier auf unsere Festplatte angewendet. Das heißt, wir haben einfach Nullen in ein Bereich auf unserer SSD kopiert und zwar jetzt hier die ersten 512 Bytes. Und das reicht aus, um das, ja, das Partitionsschema zu löschen und der Rest der Daten bleibt natürlich dann erhalten. Also da wird jetzt nicht die ganze Festplatte irgendwie komplett platt gemacht. Also wenn ihr die Festplatte irgendwie entsorgen wollt, ist das jetzt hier so nicht der richtige Befehl. Da müsstet ihr die komplette Festplatte irgendwie platt machen, mit Nullen überschreiben etc. Sondern wir haben nur den ersten kleinen Teil überschrieben und deswegen ging das Ganze auch so schnell, eben mit Nullen in dem Fall, man hätte auch Zufallszahlen nehmen können. Ja, und das führt eben dazu, dass die Platte jetzt wieder leer ist. Und wir schauen jetzt mal rein hier in unsere Datenträgerverwaltung hier in Windows. Da ist sie, Datenträger ist jetzt nicht initialisiert, aber ich kann das Ganze jetzt hier mit einem Klick machen und kann dann hier auch zum Beispiel noch ein neues Volume anlegen. Zack, zack, zack und schon haben wir das Ding jetzt hier formatiert und wieder einsatzfähig. Also ist eine schnelle Möglichkeit, da Platten platt zu machen. Nicht sicher, weil, naja, wie gesagt, nur der erste Teil wird da überschrieben von der Platte. Aber zumindest kann man da schnell mal die Partitionierung dann wegmachen, auch gerade wenn es so Probleme gibt, wie ich jetzt hier hatte, dass das Ganze unter Windows gar nicht mehr funktioniert hat. Gut, das war ein kleiner Ausflug ins Linux-Land und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQB-Blog.